Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon. Wir sind kräftig im Winter, unsere Kuh ist schwanger, es scheint die Sonne, wir sind dabei fleißig unsere Ehegattin zu beschenken. Und ja, eigentlich passiert nicht viel. Will jetzt noch das Feld fertig machen für... Oh. Aha, dein Pferd ist ausgewachsen. Ich habe Satteltaschen angefertigt. Werfe deine Ernte in die Satteltaschen. Die Ernte wird dann, wie auch bei der Sammelbox, automatisch abgeholt. Ist das nicht toll? Hi. Ja, guten Morgen! Immer diese Überfälle hier. Ich muss nur noch die Felder fertig machen und dann hat sich das auch erledigt. Schon im letzten Part habe ich groß darüber diskutiert, wie wir das am besten machen. Ich glaube, ich werde halt einfach bei wirklich mal einer Jahreszeit bleiben. Dann wird der Part jetzt hier wesentlich kürzer als der erste, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir sind jetzt schon beim 22. Das heißt, das sind 8 Ingame-Tage, 12 Ingame-Tage. Was ist das, eine Stunde? Schon deshalb, weil wir nichts zu tun haben. Außer im Prinzip wird die Zeit daraus bestehen, dass wir unsere Tiere versorgen. Maria Kräuter schenken und dann ins Bett gehen, weil wir einfach nichts zu tun haben. Ich habe jetzt komplett Holz gehackt. Mehr geht nicht als 999 Stück. Wir haben alle unsere Werkzeuge auf Gold. Und ja, mehr als mich um meine Tiere kümmern geht nicht. Und um meine Ehegattin. Wir haben noch einen Feiertag auf jeden Fall vor uns. Sogar zwei Feiertage, wenn ich mich nicht täusche. Können wir mal in die Kirche nur mal ganz kurz gucken. Wann genau das Kometenfest ist. Ich weiß, wir haben dann noch im Frühling auf jeden Fall eins, was wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Du hast auch nichts, ne? Was du mir verkaufen könntest, Alter. Lausche in den Worten des Priesters. Diese Kirche wurde für den Gott der Ernte errichtet. Vertraue dem Gebet. Ereignis des Jahres, ne? Erstes Jahr ist nämlich Neujahrsfest. Dann kommt das Blumenfest. Am 24. ist Kometenfest. Und dann werden wir noch das Erntefest mitkriegen. Also es wird ein kurzer Part. Aber okay. Ich liebe einfach diese Geräuschkulisse auch. Ich finde die so gut gemacht. Ich finde dieses Spiel generell ist sehr gut gemacht. Auch wenn das jetzt nicht mehr heutzutage mithalten könnte mit den ganzen Features, die so ein Farmspiel meistens mit sich bringt. Wenn man sich mal so überlegt, was Stardew Valley alles leistet, da könnt ihr, habt ihr mehr Tierauswahl, ihr habt mehr Auswahl bei Feldfrüchten, ihr könnt eure Farm da bebauen, indem ihr irgendwelche Gebäude errichtet und alles was. Also Designmöglichkeiten sind halt bei Stardew Valley mehr gegeben. Aber das hier ist einfach ein Klassiker. Also ich finde, es macht trotzdem Spaß zu spielen. Auch wenn halt jetzt im Winter nichts passiert. Genauso wie im nächsten Winter. Aber im nächsten Winter, das habe ich schon gesagt, wir werden im Herbst dann richtig so ankurbeln, was das Hühner noch machen angeht. Also da wir ab Herbst werde ich dann auch anfangen, wieder Hühner zu züchten. So dass wir komplett auf 10 kommen. Und dann, ich meine, während des ganzen Jahres werde ich jetzt versuchen, hier auch meine Kühe hoch zu pushen. Ne, also das wird schon... Wie mache ich das eigentlich? Nee, das nicht. Gott, wie steige ich denn auf das Pony drauf? Vorne? Nicht von der Seite? Werde ich denn machen?
Also, eins, zwei. Ich bin der Meinung, ich müsste jetzt 12 mal Gras kaufen. Nee, nicht ganz. Ich muss 13 mal Gras kaufen. Ne, hier so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ja, 13 mal. Ach, kann es eigentlich bleiben. Belassen wir die Hacke, das ist wichtig. Belassen wir es bei der Hacke. Maria ist schon ins Bett gegangen. Ich überlege gerade, ob zum Hochzeitstag da irgendwas Besonderes war. Morgen ist das Kometenfest. Der Himmel wird wunderbar klar sein. Man kann dann alle Sterne und Kometen sehen. Ich gehe in die Kirche, um auf der Orgel zu spielen. Okay, wir feiern das Kometenfest in der Kirche. Aha, ich will nicht. Du schon wieder. Morgen steigt das Kometenfest. Frag die Leute nach den verschiedenen Veranstaltungsplätzen. Kann ich aber morgen nicht noch meine Tiere kümmern? Ich denke schon, oder? Weil Kometenfest ist ja halt erst am Abend. Der hat jetzt nicht gesagt, dass er früher irgendwie kommt oder geht oder macht oder tut. Ich hoffe mal, dass denn der alte Opa. Vielleicht werden auch einfach so noch die Kühe kaufen. Dass der Opa denn aber nicht sagt, nee, du hast nicht so viel. Nicht genug Heu, aber ich denke schon, wenn wir im Sommer mal gucken. Nachdem wir schon mal das erste Mal ein bisschen abgeerntet haben. Denke ich schon. Weil es muss ja so gesehen dafür reichen, dass man 10 Hühner und 9 Kühe? Nee, 12 Kühe, oder? 3, 6, 9, 12, ja, 12 Kühe. Na, dann muss man überlegen, das sind ja 22 Futter pro Tag. Dann holen wir noch das Kräuterchen für Maria und dann sind wir schon mit dem Tag durch. Ah, das ist so schrecklich! Nur, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich meine, bei Back to Nature bin ich wenigstens noch in die Mine gegangen und habe da ein bisschen Minenarbeit betrieben. Weil ich noch so den ganzen Kram brauchte für die Maschinen und so, aber das gibt's hier gar nicht. Das heißt, wir werden eigentlich jetzt echt recht fix hier durchgehen. Durch den restlichen Winter. Ich würde hier noch das ganze Unkraut wegsuppeln, wenn ich das mit der Sichel machen könnte, aber das geht gar nicht. Ich habe es ausprobiert, es geht nicht. Sonst hätte ich jetzt nur das ganze Unkraut entfernt. Ich meine, sowas kann man machen, das ganze komplette Unkraut entfernen, wenn man Langeweile hat. Aber so? Nee. Und die Frage ist, wie läuft das jetzt mit dem Kometenfest ab? So genau weiß ich das nämlich gar nicht. Vielen Dank. Ja, ich weiß, dass du in die Kirche gehst. Ich denke mal, ich werde noch meine ganzen Sachen machen können. Heute ist das Kometenfest. Wo soll ich hingehen? Marktplatz, Bergspitze, Kirche, Quelle, Bar. Kirche.
Okay, aber ich denke mal, dann werden die Tiere gefüttert sein. Mindestens einmal im Jahr besuche ich die Kirche. Er ist eingeschlafen. Manchmal funktioniert das trotz aller Liebe nicht, dann hilft nur noch beten. Sie ist eingeschlafen. Ich bin etwas müde. Die Sterne scheinen immer. Man kann sie am Tag zwar nicht sehen, weil es auf der Erde zu hell ist, dennoch sind sie da. So ist es mit der Wahrheit und mit der Liebe, die immer präsent sind. Auch wenn man es nicht merkt. Ja, ich weiß ja nicht viel. Möge jeder glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage leben. Lass uns nach Hause gehen, nachdem wir die Sterne beobachtet haben. Gehe zu Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, das war jetzt ein sehr kurzes Event. Und da sind wir schon beim 25. Wie sagt was das Wetter? Morgen schneit es, okay. Das heißt, wir müssen unseren Hund wieder reinnehmen. Es ist so ruhig. Oh nein, sag jetzt nicht, es schneit. Es schneit. Komm her. Das ist Mist, aber ist egal. Dem Hund geht's ja noch gut. Alle hopp. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Na, meine süße kleine dicke Kuh, wie geht's dir? 15 Tage bis zur Geburt noch. Ich habe ja gesagt, am 10. Frühling ist es dann soweit. Dann bringt sie ihr erstes Kälbchen zur Welt. Und dann am 11. oder 12., je nachdem, was für ein Tag das ist, werde ich dann nochmal losrennen und Kuhsamen kaufen. Und dann wird sie die nächsten Tage dann auch nochmal damit verbringen, ein Kälbchen zu tragen. Weil fünf Kühe brauchen wir mindestens. Wir brauchen mindestens fünf Kühe. Für jede Heiratskandidatin kriegt eine Kuh. Sag mal, was sagt eigentlich mein Zaun? Sieht eigentlich noch sportlich aus. Hier ist ja eh schon fast komplett Stein. Da ist kaputt gegangen. Dann gehen wir mal erstmal schnell noch ein Kräuterli kaufen. Kräuterli besorgen für unsere liebe Maria, damit sie sich daraus Tee zaubern kann, wenn sie möchte. Und dann können wir den Zaun reparieren. Dann können wir den Zaun reparieren. Wie gesagt, im Winter passiert jetzt nicht mehr viel. Also das machen wir jetzt noch zu Ende, bis zum 4. Frühling. Und ich glaube, am 1. Frühling schaffe ich es noch nicht mal mehr zu sehen. Weil dann wahrscheinlich sofort das Neujahrsfest startet. Blöd. Aber so gesehen machen wir fast jedes Event, fast jedes Feiertag zweimal. Außer die im Frühling, die machen wir sogar dreimal. Weil man spielt 2 Jahre komplett durch und dann nochmal ein halbes Jahr. Das heißt im Prinzip am 1. Herbst müsste dann der Vater kommen. Aber der kündigt sich, glaube ich, auch an. Vielen Dank, es ist so ruhig. Das sagt die jetzt mir die ganze Zeit, okay. Ich glaube, der Vater kündigt sich aber auch an und sagt so, am Ende des Sommers komme ich vorbei und guck, was du geleistet hast. Und wir, wenn nicht, dann gnade dich Gott. Irgendwie. Aber bis jetzt habe ich es bis jetzt immer gepackt. Also, er kann ja nicht meckern, wenn man überlegt, wie viel Geld haben wir denn.
Mittwoch, 12 Uhr, 24.000. Also meckern kann er da nicht. Schon deshalb, weil wir dann wesentlich mehr Geld verdienen werden, sobald wir im Frühling wieder anfangen können, Feldfrüchte zu legen. Oder zu ernten, besser gesagt. Hallo Miri-Fan, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Genießt du deine Freiheit? Genießt du endlich die wohlverdiente Pause von der Schule? Muss ich vielleicht so wegklappen? Schade. Das freut mich. Okay, dann habe ich jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Also das 100 von 100 ist also... Das ist echt knapp. Aber bestanden ist bestanden. Und am Ende guckt, je nachdem, was er am Ende machen möchte, wird kein Sau mehr danach krähen, wie er das Abitur gemacht hat, weil dann gucken sie nur darauf, okay, er hat das Abitur gemacht, fertig. Und am Ende interessiert es keinen mehr. Also ich weiß ja nicht, was er danach machen möchte, aber... nur noch abwarten, bis die Tage rum sind. Ich weiß, ist ein bisschen langweilig, aber was soll ich machen? Ich habe das Spiel nicht erfunden. Und ich kann jetzt keine neuen Hühner züchten, weil sonst wirklich das mit dem Gras knapp wird. Ich muss erstmal wieder ein bisschen was aufbauen. Und neues Gras sehen. Da kann es auch sehr stolz drauf sein. Ich glaube, ich habe mit 2,7 bestanden. So. Ich habe schon gesehen, zwei sind kaputt gegangen. Holen wir aber trotzdem erstmal die Kräuter. Für unsere Ehegattin. Immer weiter beschenken. Irgendwann kommt die an und sagt, hier. Es ist soweit. Aber ich kann das ja nochmal ganz genau nachlesen, wenn ihr möchtet. Aber an sich ist es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn sie erst nach zwei Jahreszeiten sagt, hier, ich bin schwanger. Und das Kind dann erst im Herbst oder im Winter zur Welt kommt. Weil meistens schaffe ich eh nur, habe ich es bis jetzt eh immer nur geschafft, dass ich wirklich nur ein Kind habe. Zwei Kinder wären jetzt neu, also ist mir jedenfalls nicht in Erinnerung, wenn ich das geschafft haben sollte. Wie auch die Musik einfach wechselt. Im Wald, in den Bergen ist es noch voll happy und so. Aber hier wird es dann doch ein bisschen so melancholisch, das Ganze. Vielen Dank. Dann gehen wir nochmal so gucken, wo noch Steine fehlen. Ja, ne, das ist wirklich traurig. Erst lieben sie uns, die lieben uns erst, wenn wir sie beschenken. Ich meine, wir geben uns so viel Mühe. Eigentlich sollten die uns beschenken, schon fast. Ja, aber ich sag's mal so, wer kriegt denn nicht gerne Geschenke?
Also es waren nur die zwei hier. Ich meine, ne, wir reden ja mit denen, lernen sie uns langsam kennen und dann geben wir denen ab und zu mal ein Geschenk. Gut, bei Harvest Moon und so ist es immer arg übertrieben, da muss man denen richtig viel schenken. Aber klar, ne, wir müssen sie so gesehen bestechen dafür, dass sie uns lieben. Was ein bisschen traurig ist, aber... Vielleicht mache ich hier nochmal so einen Weg. Dass man denn hier auch nochmal so zur Not raus kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich meine, die Tiere hole ich ja eh nicht raus. Was echt ein bisschen blöd ist, aber hier unten ja schon. So. Oh, ich denke, das kann gut werden. Aber wer bekommt halt nicht gerne Geschenke, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Tag morgen wird. Morgen scheint die Sonne, okay. Und wir haben den 26. 27. fehlt nicht mehr viel. Also ich brauche 13 mal Gras, ne? Das heißt 7.000. Bezahle ich fast. 6.500. Für Gras. Ja, und das andere kostet ja nur so 300 oder so. Das geht schon. Ich denke mal, mehr als 10.000 werden wir nicht brauchen. Und mein Pferd ist groß geworden. Ja. Aber Mina, guck dir mal die Kuh an. Nein. Untersteh dich. Die arme Kuh, die kommt mit den Füßen nicht mal mehr auf die... auf dem Boden. Ah, ich gucke mir das so gerne an. Das ist einfach nur ein Traum. 81, okay. Es ist einfach nur schön. Weg da. Es ist schon niedlich gemacht, einfach. So, jetzt haben wir noch 4 Tage Winter vor uns und dann geht der richtige Stress los. Dann geht der Stress los. Aber es reicht, wenn wir erstmal alles anpflanzen und dann können wir alles kaufen, weil durch unsere verbesserte Gießkanne haben wir jetzt einen Sprinkler und dann lässt sich das ja wesentlich einfacher machen. Wenn wir jetzt die ersten Tage... Ich muss jetzt, finde ich, auch gar nicht mehr immer jetzt hier in die Bergen loslaufen, um Weintrauben oder sowas noch zum zusätzlichen Verkauf zu machen. Weil durch die Eier haben wir ja eine zusätzliche Einnahmequelle neben unseren Feldfrüchten. Und im ersten Frühling war es ja wirklich nur wichtig, dass wir ein bisschen an Geld rankommen. Aber jetzt ist ja... Spätestens nach den ersten 2 Ernten ist ja wieder alles so... Ja. Haben wir genug davon, ne? Mit 24.000. 6.500 für Gras. Und dann vielleicht nochmal so knapp 3.000 für die restlichen Feldfrüchte. Wofür ich ja schon 10 Stück bekomme, ne? Weil die kosten, glaube ich, nur 300. Da sind wir denn im Prinzip bei 10.000. Dann hätte ich immer noch 14.000. Oh ja. Yeah. Niemand? Ja, Maria, ich sorge dafür, dass der Frühling bald Einzug hält. Wenn wir ganz oft schlafen gehen, dann funktioniert das. Ehe wir uns versehen, ist dann der Frühling da. Und dann denkt man nur so, oh mein Gott. Was haben wir getan?
Aber könnte mir vielleicht jemand sagen, Schatz, die Geschäfte sind samstags generell geschlossen. Ich weiß. Du glaubst es nicht, Maria, aber ich weiß das. Wenn es regnet, können wir ja zum Beispiel auch mal versuchen, das ganze Gras so ein bisschen zu mähen. Ich muss sagen, die schwangere Kuh finde ich wesentlich süßer als einfach nur eine ausgewachsene Kuh. Ich weiß, klingt grausam, aber es ist so. Im Herbst werden die dann auf 10 hochgezüchtet. Ja, dann sind das 500, die ich durch die krieg. Ja, ach Mann, Huhn! Da. Gehen Sie bitte in die Ecke. So, das glaube ich, das reicht mir, glaube ich, erstmal für den Anfang. Und dann kann ich ja immer noch. Wenn ich denn von jedem 4 hole. Nochmal. War ich, glaube ich, eine gute Ernte. Ich muss dann halt nur aufpassen wegen Dings kaufen. Wie viel ich denn am Ende wirklich sehe? Na, Nina, was läuft? Ey, wusstest du, dass bald der Frühling Einzug hält? Dann brauchst du halt nämlich nur noch in die Berge zu laufen, um das Blümchen für Maria zu kaufen. Ich finde, Maria könnte auch mal einfach mal raus aus der Hütte. Die war jetzt komplett, fast komplett das ganze Jahr über, den ganzen Winter über, seit wir sie geheiratet haben am 7. war sie nur einmal draußen, um in die Kirche zu gehen. Wegen dem Kometenfest. Seitdem hockt die da in diese Bude. Dass sie noch keinen Koller gekriegt hat, wundert mich stark. Na, und langsam geht auch unser Holzsaum kaputt. Das finde ich auch sehr gut. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, warum ich gucke. Es tut mir so leid. Eigentlich ist es total blöd von mir zu gucken. Weil ich kriege das ja mit, wenn Frühling wird. So, morgen ist dann der 30. und somit auch der letzte Wintertag. Ja! Und da ich ja am 4. Winter angefangen habe, werden wir dann auf am 4. Frühling dann auch aufhören. Ist das ein Plan? Das ist ein guter Plan, finde ich auch. Ich mag den Plan auch. Ich laufe mir hier jetzt kurz einen kleinen Umweg. Ich hätte nicht gedacht, dass das Unkraut wirklich bleibt. Und dass er halt nicht über Steine springen kann, ärgert mich auch massiv. Wieso kann der Sack nicht über Steine springen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Schon große Steine sein. In 11 Tagen ist es soweit. Susi. Okay. Susi hat nichts mitgekriegt. Susi hat es nicht gejuckt, dass ich sie mit dem Hammer geschlagen habe. Schwein gehabt. Puh, das hätte ins Auge gehen können. War das hier nicht so, dass die Tiere auch trotzdem irgendwie so böse werden?
Oh, da ist mir jetzt gerade ein bisschen das Herz stehen geblieben. Ich dachte schon, oh weia. Jetzt habe ich die Kuh erwischt. Ich habe die Kuh auch erwischt. Oh. Da habe ich jetzt ja, jetzt bleibt mir das Herz stehen. Also es gibt noch zwei Sachen, die ich machen möchte hier bei Annie, bei Harvest Moon. Aber ich weiß noch nicht genau, wann die triggern. Einmal möchte ich ganz gerne Kuh verkaufen, weil dann wird ein Event getriggert. Eine erwachsene Kuh. Aber im Internet steht halt, dass man dafür den erst im Herbst kann. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht sonst ganz normal geht, weil ich verkaufe jetzt nicht unbedingt zum zweiten Herbst meine Kuh. So, jetzt haben wir jetzt den 30., wenn ich mich nicht täusche. Heute ist der letzte Tag des Jahres, ein glorreicher Abschluss. Morgen feiern alle Dorfbewohner ein rauschendes Fest. Sie pilgern auf die Bergspitze, um dort den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres zu bestaunen. Das Jahr ist vorüber. Ich nehme mir jedes Jahr vor, ein guter Mensch zu werden, aber es ist so schwer. Wem sagst du das? Ich habe eine Kuh gehauen. Ich weiß, wie schwer wir wollten. Ich weiß, was du meinst. Hoppala. Am Neujahrsfest solltest du dich vom alten Jahr verabschieden. Ja, das weiß ich. Hey, Susi. Wusstest du, dass bald das Jahr vorbei ist? So. Dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Saat ich eigentlich für das nächste Jahr vorbereitet habe. Ob es jetzt 3 Saatbeutel waren oder eher nicht. Gute Frage, nächste Frage. Die Frage ist, wird das jetzt wie morgen und wie bei den anderen Festen manchmal so getriggert, dass einfach schon der Tag beginnt? Oder eher nicht? Aber selbst wenn, ist es egal. Dann machen wir erst die Tiere fertig und dann können wir die Saat gut machen. Weil wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr in die Berge laufen, um schnell Weintrauben zu holen, runterzulaufen und zu sagen, hey, hier und so und mach mal und tu mal und so. Ganz schnell so, um ein bisschen Geld zu machen, sondern dann machen wir das und dann gehen wir halt in die Berge, um... Nee, vorher gehen wir dann aber noch... Ja, am Neujahrstag haben die ja eh zu. Aber am 2. Am 2. gehen wir dann noch schnell zu Nina und werden dann Saatgut kaufen. 13 mal Gras und... Naja, mal gucken. Vielleicht nochmal so jeweils 3 Saatgutbeutel von Kühen und Kartoffeln. Und dann muss ich halt immer 6 kaufen. Wie gesagt, das wird jetzt ein ganz, ganz kurzer Part. Ich glaube auch, dass wir den nächsten Winter streamen. Also wenn wir den Winter wieder spielen, im 2. Jahr, dass er auch relativ kurz wird. Dann haben wir zwar mehr Tiere, aber wir haben ja trotzdem nicht mehr Holzhacken oder sowas. Sondern da geht es auch wieder nur darum, Maria zu beschenken.
Okay. Neujahrsfest. Lasst uns den ersten Sonnenaufgang anschauen. Bin ich denn jetzt am zweiten? Am Anfang des neuen Jahres solltest du dir auch neue Ziele gesetzt haben. Zum Jahresbeginn sollten wir den ersten Sonnenaufgang miterleben. Dieses Jahr sieht gut für dich aus. Dieses Jahr werde ich sie fragen. Oder vielleicht doch nicht. Ach, ich weiß nicht recht. Möge dieses Jahr ein gutes für dich werden. Hoffentlich gehen meine Geschäfte dieses Jahr gut. Ich werde dir nun deine Zukunft prophezeien. Ja. Ziehe eine Karte deiner Wahl. Oben, unten, Mitte. Großartiges Glück, tolle Ernte. Alles wird wunderbar laufen. Möge die Erde uns auch dieses Jahr wieder zahlreiche Geschenke machen. Mögen wir in Frieden zusammenleben. Lasst uns nun beten. Wo gucken die denn alle hin? Alle gucken in verschiedenen Richtungen. Was soll denn das? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Bitte mach so weiter. Mach ich. Du willst doch wohl nicht am Neujahr arbeiten. Ruh dich lieber ein wenig aus. Lass mich. Ich muss arbeiten. Ich muss mich um meine Tiere kümmern. Meine Tiere kriegen nichts zu fressen am Neujahr. Seht ihr das? Meine Tiere kriegen nichts zu fressen am Neujahr. Es ist Mittwoch, der 2. Frühling. Es ist 6 Uhr morgens. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und die Sonne scheint. Das ist sehr schön. Liebling, pass bitte auf dich auf. Ja, du mich auch. Kümmern uns jetzt erstmal um Dings. Ja, haben wir nicht. Danke. Konntest du eigentlich mit dem Pferd auch in die Stadt reiten? Das müssen wir mal ausprobieren. Futter, 57 Stück. Ja, gut. Nein! Oh, fuck. Habt ihr das gesehen? So, jetzt gucken wir mal. Also 1, 2, 3. Okay, 16. Nicht 13, sondern 16. Ich nehme mal so mit. Weil ich mir vorstellen kann, dass ich halt nochmal meine Dings da ausbessern muss. Nee, schön gehabt, okay. 1, 2 hatte ich nur, okay. Ja, den holen wir noch dreimal und dann denke ich immer, 5-mal von jedem ist doch eigentlich ganz gut. Hatte ich hier mehr? Nein! Das wollte ich nicht. Fuck. Okay. Verdammt, ey. Also ich brauche noch einmal Kartoffeln auf jeden Fall.
Und dreimal Rüben. Kann ich mit dir jetzt nicht vertreiben? Nein. Es ist 12. Das ist gut. Das schaffen wir. Also, was habe ich gesagt? Dreimal Rüben. Einmal Kartoffeln. Kaufen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Was habe ich gesagt? Dreimal? Also achtmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Davon jetzt 16. Ach du Gott. 1. Das kann jetzt eine Weile dauern. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fast haben wir schon die Hälfte. 8. 9. 10. Wir haben es gleich. 11. 13. Ach, 14. 15. 16. Oh Gott, aber. Vergiss es! Ich kann die umsonst in den Bergen pflücken und ich bezahle keine 300. Weißt du, hättest du gesagt, ja, hier gibst du mir einen 100er. Kein Ding, hätte ich gemacht. Aber nicht für 300. Was bist du denn, bitteschön? Ja, das ist doch hier Halsabschneiderei vom Feinsten. Seht ihr? Hier, da kann ich es nämlich umsonst pflücken. Kostet mich halt nur ein bisschen Zeit, aber was soll's. Den Kram heute mache ich noch fertig. So sieht's aus. Ja, ich weiß, ist schon ein bisschen dunkel. Ein Geschenk für mich? Ich freue mich. Du sorgst dich so gut für mich, Schnäuzerchen. Oh. Sie nennt mich Schnäuzerchen. Was habe ich hier überhaupt? Okay. Das Ding. Das kann ich mir vorstellen. Dann kannst du noch nicht mal... Das Schlimmste ist, du kannst in Krankenhäusern noch nicht mal Fenster aufmachen. Was schon echt ätzend ist. So, hier hat mir ein bisschen was gefehlt, ne?
das machen wir, wenn es soweit ist. Hallo. Was machst du hier für eine Arbeitseinstellung? So, jetzt erstmal die Kartoffeln und die Dings. Jetzt das Kartoffelchen, das kommt hier unten nämlich noch hin. Und wo habe ich gesehen? Hier, dann kommt das hier so hin. Nein! Fuck! Oh. Ich habe, glaube ich, zweimal Kartoffeln gemacht. Das wollte ich nicht. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Hoffentlich geht das auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar nicht. So, hier noch. Und die letzten. So, drei. Dann würde ich mal sagen, immer wenn es regnet, werden wir auf jeden Fall mal Unkraut mähen. Was haltet ihr davon? Ah, davon haben wir nichts mehr. Das ist sehr gut. Dann gießen wir noch. Ah, das ist so... ich ärgere mich jetzt richtig. Jetzt habe ich einmal viel zu viel Kartoffeln gesät. Aber was soll's. Es bleibt ja bei 5,5. Mehr oder weniger. Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen außer Atem. Aber es sieht doch schon ganz frisch aus. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall noch Dings. So. Ja, dann kann der Frühling mal starten, würde ich sagen. Der Frühling ist vorbereitet. Morgen schien ja die Sonne. Ne? Genau. Natürlich schreiben. Ich bitte darum. Dann scheint da wieder die Sonne. Ach, ich werde mein Bestes geben. Okay. Sie erzählt wenigstens schon mal was anderes. Das ist sehr gut. 6 Uhr morgens. 15.000 haben wir noch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Pferd bürsten muss oder nicht. Es ist auch egal. Bürst es trotzdem. Dann kriegst du dein Futter. Na, guckt euch das an. Ich hätte es ganz gern gleichmäßig. Bin ich ehrlich. Obwohl es natürlich auch Vorteil hat, wenn ich alles zusammen... gleichmäßig wächst, weil ich würde eh nicht alles schaffen, alles an einem Tag zu nehmen. Da ist das schon eigentlich ganz gut, wenn die so an unterschiedlichen Tagen kommen. Die kleinen Flecken werden dann halt so lange da bleiben, bis halt das andere Gras nachgewachsen ist.
Und dann läuft das schon. Ne, guck doch mal. Also jetzt kann er nicht meckern, dass wir zu wenig Gras haben. Na, jetzt müsste so um die 12 sein. In der Stadt ist ja eh nichts los. Ich will nicht, wann war jetzt das nächste Fest? Wir könnten gleich nochmal in die Kirche schauen. So, ich müsste auch genug für die nächste Saat schon haben. Wir könnten rein theoretisch nochmal so 5 kaufen gehen, aber das mache ich lieber nach der ersten Ernte. Ereignisse des Jahres. Am 23. ist das Blumenfest, okay. Wie auch während des Lesens Sport macht. Wir könnten auch bei Maria mal ins Tagebuch gucken. Das Tagebuch liegt hier halt immer noch bei ihr zu Hause. Vielleicht hat sich ja jetzt langsam was geändert bei den Herzen, dass wir vielleicht jetzt 7 Herzen haben. Na, wie läuft es denn so? Arbeite nicht zu hart, mach mal eine Pause. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von Glück. Am besten, man lebt nach seinen eigenen Wünschen und Ideen und versucht, seine Träume zu verwirklichen. Wenigstens hat die Mutti mal was anderes zu sagen. Und nicht nur der Papi. Donnerstag wird er fühlen. Tagebuch gefunden, natürlich. Okay, ich glaube, mehr als 6 Herzen geht gar nicht. Gehen wir jetzt noch das Blümchen holen. Maria liebt ja Blumen. Ne, das ist ja so ihr Ding. Das heißt, am 10. kommt dann die nächste Kuh. Dann könnten wir Susi auf jeden Fall noch einmal schwängern. Jetzt braucht er so 21 Tage. Dann ist es am 1. Herbst da. Wo ist es da? Ich habe jetzt gerade überlegt, wo muss ich hin, um meiner Frau Blumen zu schenken? Die ist ganz hier. Wo steckt die? In der Kirche ist sie nicht. Ah, da. Sie fegt vor dem Ding. Ein Geschenk für mich? Ich freue mich. Was für ein wundervoller Tag. So schön warm. 46 Stück. Okay, dann hoffe ich mal, dass das hier schnell grün wird, damit wir es ernten können. Und dann läuft das. Ne, Wuffi? Und ich denke, das hier als so 5 Stück von den Feldfrüchten geht voll klar. Ne? Weil ich meine, das sind jetzt 6, ne? Das sind 30 pro Ernte. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wir ernten ja mindestens 4 oder 5 Mal. Also da kommen wir schon auf eine gute Erntezahl. Da wird Papi nicht meckern können. Huch. Mit einer Wahl gebe ich dir 250. Okay. Das heißt, erst am 25. ist das Blumenfest. Und ich weiß auch, welche Farbe Maria mag. Du sorgst so gut für mich. Krass, ich kann bei ihr Essen fahren. Gut, ich sag aber Dankeschön fürs Zusehen. Ich weiß, es war ein sehr kurzer Part. Und es tut mir auch leid. Aber ich mache das halt jetzt wirklich so von 4. Nein. Nein. Nein.
Von 4. Tut mir leid, das war jetzt sehr unprofessionell. Ich weiß, aber mein Freund war, ist gerade sich da was am Runterladen und das ist jetzt fertig. Ich mache mal von der einen Jahreszeit zur nächsten mal vom 4. zum 4. Und wir haben jetzt den 4. Frühling erreicht. Das heißt, hier machen wir auch beim nächsten Mal weiter bis zum 4. Sommer. Und ja, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.